Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Zoo. In der letzten Folge sind wir zum einen wieder nach Hause gekommen, ein paar Bäume gefällt zum Ende und jetzt gehen wir mit unserem Holz Richtung Erdmännchengehege, weil da würde ich gerne eine Station hinbauen, wo wir, wir drücken so ein bisschen aus, ja, unsere kleine süße Eisenbahn fahren lassen. Ist eigentlich nur eine Minenlore, aber wir tun mal so, als wäre es eine Eisenbahn. Einfach nur für die Besucher, welche natürlich noch nicht da sind, welche wahrscheinlich auch nie kommen werden, je nachdem. Dass die irgendwas in der Attraktion haben, um vielleicht nochmal schnell von A nach B zu kommen. Und ich muss eben kurz ausmessen, auf welche Höhe wir den ganzen Spaß bauen. Erde. Also hier soll am Ende der Tierpflegeeingang hinkommen. Ein bisschen Hecke. Ecke nach hier hin, das heißt irgendwo hier würde dann wahrscheinlich eine Treppe irgendwie nach oben führen. Wahrscheinlich habe ich keine Treppen dabei, das war ja klar. Mal überlegen. Treppe aber auch gleichzeitig irgendwie dann hier so ein Bogen. Also bis hierhin geht ihr an irgendwo die Hecke. Und dann kommt hier dann eine Treppe, die so ein bisschen nach oben geht und dann entsprechend zu unserer Eisenbahnstrecke. Kann offen bleiben. So und so. Eben kurz als Markierung. Ich will doch nur schlafen. Es ist doch dunkel. Eben sind die an die Baustelle, vielleicht klappt es dann. Ich wusste es auch. Darauf ist auch immer Verlass. So. Hier ist insgesamt 4 hoch. Und dann immer wieder so ein bisschen. So. Muss mal gucken, alle wie viele Blöcke wir dann einfach hier einen Pfosten hinbauen. Was jetzt was feststeht, hier kommt eine Holzverkleidung hin. Hier ein bisschen Erde. Da ist der nächste Stack Erde, den wir hier verbauen können. Und unsere Holzverkleidung. So, dann könnten wir theoretisch da unten den Weg langlaufen lassen. Ein bisschen müssen wir, glaube ich, hier sogar nach oben. So. Das ist nur wegen dem Kies, der dann hier reinkommen soll. In der Treppe müsste man eventuell noch mal gucken, wie man es am besten macht. So, dann führt hier eine Treppe nach oben. Hier führt dann aber was nach oben.
Gut, ich glaube nicht wirklich, dass man hier die Gehege aussehen kann durch diese Konstruktion, aber man kommt vielleicht relativ schnell von A nach B. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht wirklich, aber egal. Dann brauchen wir wieder ein paar Holzstämme. Natürlich komplett jetzt gerade verbaut, aber egal. Zwei nach hinten. Also ich glaube, ich muss hier doch noch ein bisschen in Erde dann ausheben. Wobei, wenn ich jetzt gerade so überlege. Eigentlich können wir das ja wirklich so nicht machen. Danke. Weil in der Mitte geht ja das Gleis durch. Und das hab ich natürlich mit meiner Doofheit völlig vergessen. Aber gut. Ich bin nun mal nicht die hellste Birne. Also von daher, sei es mir bitte verziehen. Habe ich zufällig eine Werkbank dabei? Hab ich sogar. Wunderbar. Bruchsteine habe ich dabei. Das läuft ja wunderbar. So, geht ein bisschen schneller. Hätten wir schon mal das. Sagt ihr, gehen dann irgendwie eine Treppe oder so nach oben. Also wir werden jetzt hier dann wahrscheinlich einen riesigen Taleinschnitt haben, aber das muss mal, damit müssen wir mal leben. Wie sich das am Ende des Tages sowieso entwickelt. Also von daher mal schauen. So, so und so. Ne, warte. Hier müssen ja Holzstämme so quer gehen. Okay, hier ist eine Antriebsschiene. Dann nehme ich mal ein paar andere Schienen. Lore habe ich natürlich wahrscheinlich nicht mit dabei. Ich flähe auch ein paar Zäune, Zäune, Treppen, was ich sonst so vielleicht noch finde. Dann, vorher zähle ich mir mal nach, ich würde sagen, so 10 Blöcke in jede Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, 10, aber ich würde sagen, 10 sind dazwischen.
auf, wie schnell man seine Holzstämme verbrauchen kann. Aber gut, niemand hat behauptet, dass das Projekt wenig Ressourcen braucht. Geht hier zum einen Treppe hoch, zum anderen wahrscheinlich hier irgendwie diverse Bahnsteige. Also eigentlich muss ich ja die Strecke zweigleisig. Ja, ich muss mal gucken. Mal gucken, wie das am Ende des Tages aussieht. Wie sich da dann wahrscheinlich dran langfahren lässt. Vielleicht machen wir die sogar zweigleisig. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so einen Entwurf gerade im Kopf, welcher mich irgendwie an eine Autobahnauf- und Abfahrt erinnert. Warte, hier ist ja. Lore ist hier drinne. Heute warte ich ehrlich gesagt noch ein bisschen. Dann müssen wir gucken. Zäune habe ich sonst hier keine weiteren rumliegen. Würde mich persönlich ehrlich gesagt auch wundern, aber ist halt dann so. Ne, ist sonst nichts anderes holztechnisch da. Ach ne, warte. Völlig vergessen. Die Treppen. Die Treppen habe ich vergessen. Die sind ja ein ganz wichtiges Element für die Eisenbahn. Die Eisenbahn, die eigentlich nur in Minecraft ist. Da ein paar Treppen, da ein paar Treppen. So viel brauche ich eigentlich nicht, aber egal. Türen brauche ich nicht. Stufen brauche ich eigentlich auch nicht unbedingt. Oder wenn hinten sind, ich denke mal, dann können wir wieder schlafen. Und währenddessen. So, dann pennen wir. Gut, dann bauen wir eben, damit wir jetzt schlafen können. So, hier brauche ich mir einen kurzen Erdblock, weil sonst komme ich damit gar nicht zurecht. Ja, danke. Wunderbar verbaut. So. Dann platziere ich mal einfach mal eben hier ein bisschen Erde. Ein paar Zäune, einfach nur Deko halber. Nur fürs Feeling eben. Hilfe! So, dann machen wir es mal anders. Wir fahren jetzt einfach mal da so lang. Gut, dann bauen wir es eben etwas anders. Denn mir ist eine andere Idee eingefallen. Und zwar führt dann hier ein Gleis lang,
hier entsprechend ein Gleis. Ups. Kommt hier drin eine aktive oder eine Antriebsschiene. Hier hinten kommt dann so mehr oder weniger so eine Konstruktion. Aktivierung Schiene mit Antriebsschiene. Wenn ich dann drauf fahre. Nein. Wozu war die dann? Meine Konstruktion wäre nämlich jetzt gewesen, Antriebsschiene sorgt dafür, dass die dann hier dann ein bisschen Strom kriegt. Und ja, dann halt eben durchgeht ohne irgendwelche Redstone-Fackeln, die wir noch extra setzen müssen, dann automatisch Strom kriegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. Also ich habe hier wahrscheinlich nirgends eine Schaufel. Das war ja klar. Und das Ganze muss noch einen Block höher. Ja, wunderbar. Ich sehe gerade, wir haben noch eine Diamant-Axt. Was haben wir drauf? Effizienz 1, Haltbarkeit 1, gut. Besser geht immer, aber ich glaube, da kann man mehr oder weniger zufrieden sein. Und hier müssen wir mal gucken, wie wir das am besten bauen. Jetzt schon, wenn ich eine Schaufel hätte. Ich gebe zu, ein bisschen unnötig. Ich weiß, ja gut, wir haben nur 7 Level. Kriegen eh nicht richtig verzaubert, von daher. Hätte das mal dahingestellt. Ich packe einfach mal irgendwelche Dinge hier mal rein. So. Warte, das haben wir gleich. So. Wo ist die Steinaxt? Die muss ich nämlich zuerst, wenn dann kaputt machen. Und dann hiervon. So, da wäre schon mal das hier hinten.
Ja, und ich sehe gerade, wir haben etwas überzogen. Aber ich würde auch sagen, das war's dann auch mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.